So, willkommen zurück zu Warhammer 40k Space Marine. So, ich hoffe jetzt, dass die Aufnahmen laufen. So. Was beim letzten Mal passiert ist, also ich denke mal, gehe mal davon aus, dass da vorher ein Part geschaut wurde und dass man weiß, was davor passiert ist. Xeno-Lebensformen entdeckt. Oh, Alter. Denke ich, darf ich noch von Luftschiffer ranfahren. Space Marine, willst du meine Titanen klauen? Meine Beute klauen? Ich werde dir der Eingeweide aus der Kehle reißen. Ich steck deinen Kopf auf den Spieß, Space Marine. Okay. Besser ist auch ein Tötens. Ja, den hinten kann man wohl nicht verletzen. Wohin? Ah, da kommen noch mehr. Granaten habe ich keine mehr. Scheiße. Und es wäre nicht weniger. Ob es wohl einen Bosskampf enden wird? Jetzt hier hinten Munition. Hoffe ich mal. Granaten, dann kann man auch gebrauchen. Munition. Haben mir es auch gefallen, geht's manchmal, zumindest denke ich mal, recht schnell zu Ende. Okay. So, mal schauen, was mich als nächstes erwartet. Gespeichert, so. Ja, der Ork hat jetzt ein Näschen für uns. Verdammte Kreatur! Wäre er doch bloß nicht hierher gekommen! Ist er aber, Drogan. So, oh, da unten gibt's was Neues. Space Marine erkannt. Voller Zugriff gewährt. Oh, ne. Plasma-Pistole freischaltet. Die MK von Fury Plasma-Pistole verrät Feuerbilder aus Superheißen Plasma. Kein schnelles Auto, ne? Okay. Also auf Wiedersehen, Bordpistole. Hallo, Plasma-Pistole. Da. Wir müssen zu diesem Aufzug. Ah, okay, so. Okay, trotzdem noch Munition. Und ich kann die Bordpistole auch nicht mehr wiederkriegen, okay. Ah, es gibt noch ein Achievement, wenn man irgendwie einen Abschnitt nur mit der Plasma-Pistole durchspielt. Kann ich eventuell vielleicht mal was... Meine Boys wollen mich schön begrüßen! Okay, ihre Sprache ist ein bisschen... Okay. Also die Energieexchance hilft gegen die zu sein. Okay. Okay.
Wie tief reicht diese Einrichtung? Das Manufaktorum? Sehr tief. Der ganze Generatorraum ist über einem Lüftungsschacht aufgehängt. Aufgehängt? Ja. Im Falle einer großen Überlastung kann der ganze Raum in die Tiefen fallen gelassen werden. Puh, sehr tief. Ah ja, wer sagt's denn? Kälter als das Lächeln eines Space Wolves. Ja, eine Nebenwirkung, wenn das Gerät in Betrieb ist. Interessant. Also ich find's jetzt schon hier schön kuschelig. Captain Titus, rücken Sie zur Hauptkammer vor. Wir brauchen nur die Energiequelle aus dem Kern des Generators. Ich werde die Entkupplung jetzt einleiten. Verstanden. Energieachse, Energieachse tauschen. Okay. Die Energieachse scheint jetzt sehr praktisch zu sein. Was haben wir dann noch mit Sonne aufheben? Okay. Brüder, bewacht die Zugangspunkte. Ich habe die Entkupplungssequenz eingeleitet, Captain. Sie müssen die Kammer sichern, bis die Energiequelle frei liegt. Identität bestätigt. Drogan, Ordo Xenos. Es kommt wahrscheinlich ein Ort gegen möglichst viele Orks verteidigen. Da, der Primärschild ist offen, Captain. Gehen Sie in die Zentralkammer. Alarm. Xenos geortet. Okay. Oh. Captain, der Warboss. Space Marine! Das versteckst du hier unten! Ah, fuck. Halten Sie die Grünhäute fern, Captain. Die Energiequelle kommt gleich aus dem Generator. Fuck, ey. Fuck, echt doch, okay. Fangen wir's mal auf die harte Tour. Autsch! Mir kannst du nicht abhauen, Space Marine! Und jetzt zur Servitorstation und aktivieren. Ich nehme die Energiequelle und lege sie in den Kanister. Wow, fuck! Wie kommen wir so? Was? Weg mich! Das funkende Ding willst du, Space Marine? Dann nehme ich das für mich! Alarm! Leere Gebäude stehen! Okay. Der Ork bringt uns alle um. Nehmen, Captain. Zwingen Sie die Quelle in den Kanister. Schnell! Ja, wie, ich hasse diese Energie. Mal sehen, so. Ich bin fast am Verrecken, ey. Oh.
eine schwere Last. Sidonus, Leandros, bitte melden. Captain, der Inquisitor beharrte darauf, dass Sie nicht überlebt haben. Hab ich aber. Und ich habe seine wertvolle Energiequelle. Wir haben ein Treffen im Wohnzentrum Andres ausgemacht. Diese Tunnel werden uns letztendlich dort ausspucken. Gut, dann gehen Sie weiter Richtung Wohnzentrum. Kann man nicht durch, wahrscheinlich irgendwie nur über einen Umweg. So, das sollte mal ein Spaß werden. Okay, das hier landet. Vielleicht soll ich doch zum Kettenschwert wechseln? Nee, ich war bei der Axt. Hier klein, kommt her. Munition kann man auch immer gebrauchen. Das ist ein Kampf! Komm und hol mich, Space Marine! Ah, scheiß Tankenwagen und. Die Sache ist durch mit dem. Oh Mann. Da war was vorher noch mehr. Space Marine! So. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie lang das Spiel noch geht. Nicht durchgehen. Ah, Speicherpunkt. Irgendwie sind solche unterirdischen Level meistens immer langweilig. Klar, wie konnte man da auch schön ausweichen? Hm? Ah.
Bin ich überhaupt richtig?